Jo Leute, was geht? Willkommen zu Borderlands. Borderlands 3 ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendein Borderlands spiele. Ich schaue heute das erste Mal rein. Viel Spaß mit den Highlights. Also auch für all die, die es auf YouTube sehen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß natürlich, es ist Gunplay und ist es eigentlich First Person oder Third Person? Es ist Level und da bin ich auch schon wieder am Ende mit meiner Weisheit. Das ist alles, was ich wieder weiß. Den kennt man doch aus Trailern und so. Und seht ihr, das meine ich. Der Grafikstil, der ist natürlich ganz eigen und cool. Besser was Eigenes zu machen als irgendwas, was man schon tausendmal gesehen hat. Aber mich catcht das nicht so 100 pro. Es ist irgendwie cool und irgendwie nervt's mich. Okay, was jetzt hier? Jetzt kann ich mir einen aussuchen. Sein Tiergefährten. Finde ich echt ganz cool, Tiere. Ich nehme den Flak. Scheiß drauf. Oh, guck mal, da ist eine Kiste. Ha, direkt Kohle bekommen. 16. Haha, bin reich. Hau ab. Noch eine Kiste. Ich finde hier alle Kisten. Ah, oh, guck mal, ich habe eine Waffe. Pistole, Zip-Rakete. Ey, das sind doch die vom Anfang. Aber ich dachte, ich kann so viel. Oh, guck mal, hier sind ganz viele Zeug am Boden. Ey, ich krieg voll viel Schaden. Ich dachte, das ist ja der Anfang. Ey, hast du auch schwer eingestellt? Ich krieg voll viel Schaden. Verstecken. Heilung brauche ich. Ah, geht direkt in die Hölle los. Ich brauche Aim Assist, Mann. Ich brauche Aim Assist, sonst treffe ich doch nichts. Digga, habe ich keinen. Ist hier kein Aim Assist? Also mal for real. Digga, ich treffe gar nichts. Kämpfe um dein Leben. Was muss ich machen? Ich bin einfach draufgegangen. Das ist ganz schön schwer. Level 2, du hast es drauf. Haha. Nichts gemacht und Level 2. Action Skills freigeschaltet. Flak hat zu Beginn mehrere Action Skills zur Auswahl. Zudem hat Flak mehrere wilde Tiere gezähmt. Ey, guck mal, hier ist mein Kollege. Haustier berühren. Guck mal, wie so bewegt er sich so. Seht ihr das? Kann er mal aufhören, so viel zu atmen? Da treffe ich ja nichts, wenn er sich die ganze Zeit so bewegt. Du kannst jetzt Granaten werfen. Drücke R1, um sie zu werfen. Granaten! Er ist auf normalem Intro schon gestorben. Ja, ey, chill mal. Darf ich hier erstmal. Also, darf ich erstmal reinkommen ins Game? Ich bin hier nicht der Call of Duty E-Sportler. Ich bin der Loser. Loser Lou. Dein erstes Borderlands? Ja. Guck mal, jetzt ist auch richtig mit meinem Aiming. Die Waffe ist viel besser. Mit Level 3. Oh, was ist das hier? Ein Schwert. Starke Verbindung. Ah, ne, das war kein. War es ein Schwert? Wer ist er? Ein Goblin. Ein Goblin. Der gibt Loot. Ein Loot-Goblin. Oder so. Granate. Oh, was hier? Benutzen. Junge! Ist gelb gut? Bestimmt ist gelb gut. Nehmen. Das war einfach so ein Baby. Zu viert ist geil zu spielen, das glaube ich. Vor allem den Couchkorb. Also früher, so vor 10, 12 Jahren ungefähr, als Diablo 3 Reaper of Souls rauskam. Weiß ich noch, haben wir uns bei einem Kollegen getroffen und einfach neu gestartet. Jeder hatte so seinen eigenen Account, aber wir haben einfach alle zu viert Couch-Koop bei Diablo neu gestartet. Das war einfach immer mega geil und ich kann mir das hier auch voll gut vorstellen, dass du zu viert einfach neu startest und reingehst und lootest und levelst. Ich bin sowieso übelster Fan von Koop und Couch-Koop. Und ich finde es richtig cool, dass es sowas hier gibt. Wer bist du denn? Das ist Ellie! Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Alter, sie hat keinen Hals! Digga, sie hat einfach keinen Hals. Ihr Kopf sitzt einfach direkt auf den Schultern. Wo ist sie? Ah, guck mal, hier ist sie. Digga. Breit wie hoch. Richtiger Kraftwürfel. Und gar keine Beine, das sehe ich jetzt erst. Digga. Sollte ich einsteigen können? Weil, wenn ja, weiß ich nicht wie. Das ist doch ein Einsitzer. Ich brauche auch einen Einsitzer. Ah, hier. Fahrzeug einnehmen. Oh mein Gott! Oh, fast umgekippt. Mit dem Auto rumheizen macht auf jeden Fall sehr Bock. Ah, da ist die Rundfunkstation. Ah, guck mal, haben die extra so einen Spalt aufgemacht, damit du nicht mit der Karre rein kannst. Mauspiece. Erinnert mich an Taserface. Dein Name ist Taserface? Oh Junge, die machen voll viel Schaden. Was war das denn? Heilung! Level 6. Digga, wer ist der Sniper da? So will ich das sehen. Schön Ackermatch hier. Hey, ich brauche eine andere Waffe. Die Waffe nervt mich übel. Die ist ganz cool so, aber ich will ein LMG haben oder so. Wo ich nicht andauernd nachladen muss. Kann man eigentlich einen Nahkampf machen? Hier, Nahkampf. Bin schon wieder down. Noch lang. Oh, was ist das? Ganondorf. Digga, sieht halt echt wirklich aus, ein bisschen wie Ganondorf. Mit dem Schild. Livestreaming. Mauspiece. Sonic Boom. Taserface. Okay, ich helfe, ich helfe. Ich komme. Fledermäuse. Granate.
Das ist ja zu viert, aber auch gemein, ne? Drei können angreifen, einer versteckt sich einfach. Immun? Wieso ist der immun? Der ist schon wieder immun. Der ist Level 8. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was soll ich tun? Stecken. Junge, ich habe voll viel Schaden kassiert. Down. Easy. Ja, keine Ahnung, was ich hier haben will. Blau ist vielleicht ganz cool. Blau. Blau. Wieso ist mein Bild so komisch? Wieso ist mein Bild jetzt so komisch? Digga, so sehe ich noch weniger. Wieso sind denn jetzt hier wieder Gegner? Ich check's gar nicht. Wo kommen die her? Wir haben doch alles gekillt. Virtuelle Realität, du bist digital unterwegs. Ah! Virtuelle Realität, ich bin im Game. Game im Game. Das macht irgendwo Sinn. Schieß einfach mal. Wer ist er? Wer ist er? Ausgequetschter. Ein Ausgequetschter. Ich zerquetsch dich, Ausgequetschter. Ausgequetscht. Zerquetscht. Wieso hat er eigentlich schon so eine geile Waffe und ich laufe hier mit so einer scheiß Pistole rum? Da ist doch was falsch. Wie würdet ihr das finden, wenn ich in dem Outfit einen Stream machen würde? Mit einem Cape und einer Unterhose? Und damit beenden wir die Folge auch. Ich muss sagen, es ist ganz spaßig so und ich kann es mir mit vier Leuten unfassbar spaßig vorstellen. Vor allem, wenn die Story vorbei ist. Ich bin absolut kein Story-Fan und ihr habt es auch im Stream ein bisschen gemerkt, so die Story-Elemente habe ich nicht so ganz mitbekommen, weil ich da wirklich ein Aufmerksamkeitsproblem habe. Aber das Gunplay macht unfassbar viel Spaß. Es gibt unfassbar viele unterschiedliche Waffen und unfassbar viele unterschiedliche Skills und Bildmöglichkeiten. Dass es nur vier Charakter gibt, finde ich, glaube ich, ein bisschen wenig. Zumindest mal jetzt aus meiner naiven Anfangssicht. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, muss ich sagen. Der Look gefällt mir immer noch nicht so ganz, aber ansonsten ist es echt geil.